Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch 5 Dinge in Minecraft, die du schon wusstest. Und zwar, eine sehr coole Sache ist, es gibt andere Dimensionen. Ihr wisst ja sicherlich hier, es gibt die Overworld ganz normal, aber es gibt 2 andere Dimensionen. Die eine baut man aus Obsidian, so ein Rahmen. Das muss mindestens so groß sein, kann aber auch hoch und breit viel größer sein. Da muss man dann mit Feuerzeugs anzünden. Dann gibt es hier so dieses Portal, dann wird da die Landschaft geladen. Und dann seid ihr hier im sogenannten Nether. Man kann durch dieses Portal ganz normal wieder zurückgehen. Man muss natürlich aufpassen, weil das kann kaputt gehen. Auch wenn man hier das Obsidian so wegmacht. Dann ein zweites ist so etwas. Das findet ihr in Strongholds. Das habe ich hier jetzt halt im Kreativmodus so gebaut, um es euch zu zeigen. Und da muss man dann mit Enderaugen reinmachen. Die sind aus Endportalrahmen. Könnt ihr euch entweder selber bauen oder halt finden. In Strongholds, die gibt es, wenn ihr diese Augen werft, dann fliegt es in eine Richtung und in der ist das dann irgendwann unterirdisch zu finden. Und wenn ihr da dann das letzte Auge einsetzt, öffnet sich hier ein Portal. Und wenn ihr da reinspringt, hier kommt ihr dann ins End, wo solche Inseln sind, wo ihr dann den Ender Dragon besiegen müsst. Den könnt ihr dann töten, indem ihr diese Dinger kaputt macht, dann kann er sich nämlich nicht mehr heilen. Und dann kommt da am Schluss, wenn der Drache tot ist, hier ein Portal, wo ihr hier in einen anderen Ort kommt und dort Elytras farmen könnt. Die zweite Sache auf meiner Liste ist, ihr kennt es sicherlich, wenn man im Survival-Modus ist und auf einem Baum ist oder so und dort dann runterspringt, dann bekommt man Schaden. Und wenn man zu viel Schaden bekommt, dann kann man sterben. Und das ist natürlich nicht gut, deshalb gibt es da 2 Tricks. Trick Nummer 1 ist, ihr nehmt so einen Wassereimer, mit dem ihr Wasser platzieren könnt, springt und platziert diesen unter euch, dass ihr keinen Schaden bekommt. Eine zweite Möglichkeit ist auch, dass ihr ein Boot platziert, da reingeht und dann einfach mit diesem Boot runterfahrt. Dann bekommt ihr nämlich auch keinen Fallschaden. Die dritte Sache ist auch etwas sehr Cooles und zwar, ihr wisst ja, im Kreativmodus kann man ganz normal fliegen mit Doppel-Leertaste. Im Überlebensmodus kann man halt nicht fliegen und das ist vielleicht schlecht. Und da gibt es einen Trick und zwar, in den Endcities findet man Elytren. Das sind diese Items hier, das sind solche Flügel. Und die kann man mit Rechtsklick oder halt einfach hier reinziehen, anziehen. Das sind Sachen, da kann man, wenn man im freien Fall ist, mit Leertaste so fliegen und sich so zum Beispiel vor Fallschaden retten. Auch ein sehr cooler Trick ist, wenn ihr damit mit diesen Elytren, dann nehmt ihr euch Feuerwerksraketen in die Hand, gerade so fliegt und dann mit der Rakete rechtsklickt, gebt ihr euch einen Boost und könnt dadurch mit Hilfe der Rakete viel schneller auch fliegen. Ihr müsst natürlich nur aufpassen, wenn ihr zu schnell gegen eine Wand fliegt, auch so, einfach so, dann bekommt ihr dadurch auch Schaden. Und da muss man dann natürlich aufpassen. Aber das ist auch ein sehr cooler Trick. Das kann man auch so hier im halt stehen, Doppelklick, Leertaste und dann einfach losfliegen. Die nächste Sache ist auch etwas sehr Cooles und zwar, ihr kennt das sicherlich, ihr seid im Überlebensmodus, wollt dann Wolle farmen, vielleicht für ein Bett und tötet deshalb Schafe. Das ist natürlich so blöd, da müsst ihr immer wieder mehr Schafe suchen und die töten. Was aber auch ein sehr cooler Trick ist, mit einer Schere, die ihr aus 2 Eisen craften könnt, einfach Rechtsklick auf die Schafe, dann droppen die euch sozusagen Wolle, sind danach halt so nackt. So bekommt ihr da dann auch, glaube ich, häufiger mehr Wolle raus, fast jedes Mal eigentlich mindestens 2 oder so. Und danach könnt ihr dann auch Gras essen und haben direkt wieder Wolle. Das ist auch ein sehr cooler Trick. Das ist auch etwas sehr Cooles, und zwar in Ozeanen. Dort findet ihr manchmal diese Schiffwracks, in solchen großen Meeren, Ozean, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Und in diesen Schiffwracks könnt ihr hier innen drin, in den Räumen, Kisten finden. Und in diesen Kisten ist Loot drin. Hier zum Beispiel Bambus, dadurch kann man auch Bambus bekommen, wenn man jetzt keinen Dschungel findet. Andere Sachen. Und es gibt auch hier in der Fahrerkabine, das ist jetzt hier glaube ich schwer zu zeigen, weil das so ein schräges Schiffswrack ist. Na, das kann man hier leider nicht zeigen. Noch eine zweite Kiste. Ich schau mal schnell, ob ich noch ein anderes finde. So, hier haben wir ein zweites, das ist zwar wieder ein schräges, aber dieses ist
sehr komplett. Hier ist wieder die Kiste im Laderaum. Da ist anscheinend auch dieses Mal eine Schatzkarte drin. Dann gibt es hier in der Fahrerkajüte sozusagen eine andere Kiste, wo halt Emeralds, Gold und Eisen drin ist. Und diese Schatzkarte, da kann man jetzt auch auf die Karte sehen. Jetzt sind wir zum Beispiel über F3, sehen wir das. Sind wir hier gerade und links, das ist, hier ist der Norden, Osten, Süden, Westen, im Südwesten. Wir schauen gerade nach, wo steht das, in den Süden, nach unten. Wir müssen in den Nordosten. Das heißt, jetzt schauen wir einmal Norden, Osten. Jetzt müssen wir in diese Richtung gehen, dorthin. Jetzt müssen wir sozusagen eher genau in diese Richtung. Jetzt sehen wir da, die Karte lädt auch schon. Und da vorne auf der Karte hier ist dieser Landzipfel. Genau der hier. Und hier gehen wir jetzt dahin, wo das Kreuz ist. Und jetzt schauen wir über F3 bei den Chunk-Koordinaten, dass da und da 9 steht. 5, 6, 7, 8, 9. Nach rechts. Und jetzt der Block unter uns. Dort befindet sich dann ein Schatz, wo auch nochmal ein bisschen Loot drin ist. Hier zum Beispiel noch ein Herz des Meeres. Da kann man auch Diamanten finden. Und gebratener Kabeljau und Lachs. Das ist auch eine sehr coole Sache, die man in Schiffwracks finden kann. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann jetzt, ciao, bis zum nächsten Mal.